Hallo ihr Lieben, hier ist mal wieder eure Claudia mit einem neuen Orakel. Seid ganz herzlich willkommen hier in eurer kleinen YouTube-Familie und ich habe mir überlegt, dass ich jetzt mehrere kürzere Videos hintereinander mache. Für euch als Tagesbotschaft, als Tagesimpulse und wir uns dann nach diesen mehreren kurzen Videos wieder lang und ausführlich sehen mit einer großen Tafel. Ich habe schon gehört, ihr habt mich schon vermisst, weil es jetzt ein paar Tage ein bisschen ruhiger um mich war. Wir waren ja auch sehr intensiv miteinander beschäftigt, ganz, ganz oft in der SOS Live-Fragerunde und auch mit den anderen Live-Premieren waren wir ganz, 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 ganz nah und oft miteinander verbunden. Und jetzt möchte ich euch diese kurzen Videos schenken und als kleines Bonbon obendrauf werden wir wieder die 25 Euro Rabattaktion starten. Und diese beginnt für euch am Montag, 31. August und gilt wieder eine Woche bis zum Sonntag, den 6. September. In dieser Woche könnt ihr mir 3 Fragen schicken und ihr bekommt die große Tafel als kleine Tafel für diesen super Sonderrabattpreis eine Woche lang vom 31. August bis 6. September. Und du kannst mir einfach dann per WhatsApp hier unter dem Video findest du meine Nummer einfach eine Nachricht schreiben. Und darfst dir sozusagen diese kleine Tafel gönnen. 3 Fragen in der Rabattaktion. Ganz, ganz viele haben schon nachgefragt, wann ich wieder diese Aktion starte. Und das mache ich jetzt. Als Geschenk für eure Treue und dazu eben die vielen kleinen Videos. Und wir haben heute als Tagesimpuls aus der Magie der Erde den Regenbogen gezogen, den Segen. Und ich habe einige Karten schon in der Community geteilt, als Tagesbotschaft, als Tagesimpuls. Und jetzt für euch quasi die Deutung dazu. Heute also der Regenbogen, der Segen. Ihr Lieben, wie ihr wisst, ein Regenbogen entsteht aus dem Zusammenwirken von Sonnenlicht und Wasser in der Atmosphäre. Die Regentropfen fungieren hier wie kleine Prismen, die das Licht in ein Band von Farben brechen. Und ihr habt ganz, ganz viele Regenbogen bestimmt schon in eurem Leben gesehen und ihr wisst ja, am Ende des Regenbogens liegt der Schatz. Und das möchte euch diese Karte heute auch sagen. Es ist die Essenz sämtlicher Farbtöne, die wir auf diesem Planeten wahrnehmen können. Ein Regenbogen symbolisiert vieles, zum Beispiel Glück, auch eine Brücke zum Himmel, aber auch Fülle. Der Pracht und der sanften Macht eines Regenbogens können wir uns wirklich kaum entziehen. Ihr wisst, wie magisch euch dieses Licht anzieht und diese wirklich prachtvolle Macht. Es ist gigantisch, dieses Gefühl, auch wenn man einen Regenbogen anschaut. Auf einfache Weise kommen hier Elemente in einer vollkommenen visuellen Harmonie zusammen und erzeugen einen der schönsten Anblicke der Schöpfung. Und allen verschiedenen Interpretationen seines Erscheinens ist gemeinsam,
dass er als Segen empfunden wird, dass er wirklich als Segen und hier auch wirklich als ein Geschenk empfunden wird. Die Künstlerin, die zum Beispiel gerade dieses Himmelsmotiv mit diesem Regenbogen entworfen hat, widmete dieses Bild auch tatsächlich einem gerade verstorbenen Freund. Vielleicht hast auch du im Moment genau dasselbe. Du hast vielleicht deinen Seelenfreund verloren, dein Haustier auf vier Pfoten. Vielleicht hast du einen anderen lieben Mensch verloren und auch hier möchte dir dieser Regenbogen, dieses besondere Licht jetzt Frieden schenken und auch Segen bringen, also wirklich auch als ein Geschenk kommen. Und diese liebe Künstlerin, die dieses Bild gemalt hat, dachte beim Malen an diesen Freund und spürte ihre Liebe für ihn und diesen Segen, den er in die Welt und in ihr Leben gebracht hatte. Und das ist so wichtig, dass wir uns nochmal besinnen, wenn auch ein lieber Mensch oder ein liebes Lebewesen von uns geht. Was hat es uns gebracht? Wie viel Liebe? Und genau deshalb vermissen wir es ja letztendlich auch so sehr. Und nach tränenreichem Kummer hatte dieser Freund in ihr immer wieder die Sonne aufgehen lassen. Was möchte dir heute diese Karte sagen? Der Regenbogen hier als Segen. Der Sturm hat sich verzogen und es ist Zeit, sich an der erfrischenden Schönheit dieses Zyklus nun zu erfreuen. Auch wenn es vielleicht in jüngerer Vergangenheit nicht einfach war für dich. Du hast also wirklich vielleicht eine schwere Zeit hinter dir. Vielleicht hast du auch einen Menschen verloren. Vielleicht hast du auch eine Trennung verarbeiten müssen. Vielleicht geht es dir einfach im Moment nicht so gut oder du hattest sehr viel Kummer. Deine Vergangenheit war nicht einfach mit viel Sturm und Kampf. Und es fiel dir vielleicht auch schwer, in den Ereignissen einen Sinn zu erkennen. Jetzt darfst du dir des Segens bewusst werden. Richte den Blick nicht nur auf die hellere Seite, indem du vielleicht einem oberflächlich dahingesagten Mantra folgst, sondern verinnerliche die segensreiche Erfahrung langsam, Schritt für Schritt und in echter Dankbarkeit. Dieser sich immer weiter entwickelnde Prozess des Lebens ist auch ein Segen, eine Chance als Mensch auf der Erde. Du bist ein Geschenk, du bist ein Segen, du bist ein Teil von diesem Bild, du bist wirklich hier ein Teil. Nimm es wahr, nimm es ganz bewusst wahr, es ist deine Chance. Der Planet ist ein wunderschöner Garten, auch wenn es nicht immer so scheint. Manchmal können wir erst im Rückblick auf eine Erfahrung erkennen, welchen Segen sie mit sich gebracht hat. Wir verstehen es dann wirklich erst rückwärts. Segne die schwierigen und schmerzhaften Erlebnisse und dann lasse sie ganz bewusst los. Du kannst das wirklich jetzt auch tun im zunehmenden Mond, dass du wirklich all das anziehst und ja, vielleicht auch nochmal wirklich das Alte loslässt, was nicht mehr in dein Leben jetzt gehört.
was wirklich gehen darf. Und dazu biete ich dir natürlich auch immer ein Mondritual an. Und wenn auch du selber hier für dich eine Zeremonie machen möchtest, schau, das ist die zweite Botschaft, da kommt tatsächlich die Zeremonie, die Anrufung als zweite Botschaft, dann mach es. Es ist jetzt die Zeit dafür. Lass es uns gemeinsam machen, wenn du möchtest, wenn du sagst, ich möchte gerne ein Mondritual machen. Oder mach es für dich, ganz alleine. Heilige Zeremonien gehören zu den besten Gelegenheiten, die Verbundenheit mit unserer Quelle zu erfahren, in der die Dualitäten von Himmel und Erde zu einer einzigen Erfahrung verschmelzen. Heilige Gegenstände, die mit spiritueller Bedeutung aufgeladen wurden, stärken natürlich die Zeremonie, genauso aber auch wie eine ganz klare Absicht und gute Vorbereitung. Auf diesem Bild zum Beispiel hier, das wir hier gezogen haben für dich, kniet eine Frau vor einem Altar. Und auch du kannst dir deinen Altar gerne aufbauen mit deinen Heilsteinen, mit deinen Tüchern, mit deinen Figuren, mit deinem Räucherstäbchen, mit deinen Kristallen. Sie kniet hier vor ihrem Altar, auf dem etliche Kristalle liegen. Licht strahlt aus ihren Händen, Räucherwerk brennt. Der Schlangengeist ruht in ihrer Nähe und in einer lichten Wolke über ihrem Kopf erscheinen verschiedene Geisterwesen. Hier siehst du sie. Der Teppich, auf dem sie kniet, scheint zu brennen. Ein Symbol für die leidenschaftliche Konzentration auf den Geist. Und wenn du immer wieder am Himmel auch ein Schauspiel beobachtest, so ein Sonnenwolken-Schauspiel, dann wisse, du bist ganz nah jetzt dir und deinem inneren Spirit, deinem inneren Kind und auf deinem Heilungsweg. Eine derartige Anrufung auch des Geistes sozusagen erzeugt eine direkt im Herzen empfundene Erfahrung der Verbindung mit der Quelle. Und auch das können wir gerne gemeinsam machen mit einer Fantasiereise, wenn du das möchtest, deiner Seelenreise. Und ich habe dir ja auch jetzt eine zweite neue Seelenreise schon hier für deinen Herzensmensch veröffentlicht auf YouTube. Und wir können auch deine ganz private, persönliche machen. Ob aus Gleichgültigkeit, Niedergeschlagenheit durch eine Lebenskrise oder wegen anderer mentaler, emotionaler oder auch körperlicher Hindernisse. Du hast dich aus dieser ersehnten, innigen Nähe zum Geist ein Stück weit entfernt. Du darfst wirklich dein Möglichstes tun, um diese spirituelle Kraft auch wieder zu spüren. Der Regenbogen hat es dir schon gesagt, jetzt ist wirklich nach dem Sturm die Zeit, entschuldige bitte, dieses Geschenk auch anzunehmen. Und immer, wenn ich beginne zu räuspern, dann kommen genau die Chakren, hier auch wirklich das Kehlkopfchakra. Also immer dann sind wir an dem Punkt, wo es auch vielleicht um Kommunikation geht. Ja, lass alles auch raus, wenn du wirklich etwas aussprechen möchtest, wenn du etwas anrufen möchtest, dann lass es raus. Führe diese Zeremonie durch.
Baue deinen eigenen Altar, wenn du das möchtest. Benutze gerne die vier Hauptelemente, Erde, Luft, Feuer und Wasser, rufe sie an und füge dann all deine heiligen Dinge hinzu. Formuliere deine Absicht klar, zum Beispiel auch wenn du sagst, ich möchte in die Heilung oder ich möchte in die Würdigung bestimmter Aspekte oder eines Zyklus in deinem Leben. Rufe dann auch deine Helfer, deine Geisthelfer herbei und atme diese Präsenz und bitte sie wirklich, all diese göttlichen Wesen, um die Unterstützung und vertraue auf deine Führung. Spüre deinen Herzschlag, spüre deinen Atem, nehme ihn bewusst wahr. Atem ist der Schlüssel zur Erfahrung des Geistes. Und eine Zeremonie bildet einen Rahmen, der diese Erfahrung fördert. Du wirst also eingeladen, hier ganz klar über den Regenbogen und hier über die Zeremonie wirklich in die Anrufung zu gehen. Das ist deine Botschaft heute für dich. Wenn du also Lust hast, lade ich dich gerne ein. Tu etwas Gutes für dich. Und wir sehen uns ganz, ganz bald wieder bei dem nächsten kürzeren Orakel, Tagesimpulse, einfach Botschaften, die kommen aus der Community, auch deine Tageskarten, die ich immer wieder veröffentliche und heute mal noch tiefer erklärt. Nutze gerne die Rabattaktion, wenn du sie möchtest, unter dem Video in der Infobox findest du meine WhatsApp-Nummer, schreibe mir gerne eine Nachricht, ich freue mich auf dich. Ganz, ganz liebe, liebe Herzensgrüße an dich, bis wir uns wiedersehen, du liebe Seele, deine Claudia.